Hui, Moinsen, Freitag, 25. Dings, 25. Juni, Mann, warum, das kann doch nicht ein Dings, ihr wisst schon, was ich meine, 12-mal Dings, dann ist das Jahr rum, Viertel nach 9, mega knapp in der Zeit, weil wir haben einen Termin um 10 zum Esel gucken und ich bin ungern unpünktlich, aber wir müssen die Beregnung ein kleines Stück wieder abdrehen, Vater fährt da gerade mit dem 414, zieht das ein bisschen vor, und müssen die dann, ich habe eben Gelenkwelle geholt, da kommen wir diesmal zum Glück super ran, Gelenkwelle ran und wieder ein bisschen aufdrehen, die hatte nämlich schief gewickelt. Das kam daher, dass er beim letzten Mal abdrehen irgendwie eine Schlaufe, hat sich leicht zurückgedreht, eine Schlaufe gebildet und dann ist der Schlauch einmal kreuz übereinander raufgetüdelt und das ist scheiße, das geht nicht. So und jetzt ziehen wir hier nochmal einmal zurück, wickeln das mit der Gelenkwelle wieder auf, beziehungsweise das wir Vater machen, ich habe die nur eben geholt. Dann fahre ich nach Hause, baue den Viehwagen hinter, lade ihn ein und dann wollen wir doch mal losfahren, ne? Und hoffen, dass die Stute was für uns ist. Drück die Daumen. Später. So, ich hatte ja erzählt, dass wir nach der Eselstute gucken wollen und dass die Anhänger gleich mitnehmen. So, jetzt muss ich mal eben mich hier auf den Kreisverkehr konzentrieren. Links zu. So, das Mädchen will rüber. Ja, fahr mal. Und jetzt bin ich nicht mehr alleine. Also erstmal ist Ina da, da. Und wir sind also aber auch nicht mehr zu zweit. Wir sind aber auch nicht zu dritt. Wir sind zu sechst. Um es genau zu nehmen. Ja, wenn man es genau nimmt, sind wir sechs. Wir haben zwei tragende Stuten. Zwei Stuten. Wir wollten eine. Anhänger gewaschen und eingepackt. Und jetzt müssen wir ja noch mal eben, eigentlich ist schon Mittag, und ganz schnell gucken gehen. Ne? Das war da geil. Leider habe ich nicht gefilmt, aber da fahren wir noch mal hin. Dann nehme ich irgendwann noch mal die Kamera mit hin. So. Aber stelle ich es euch noch mal eben vor. Ja, die sind noch ein bisschen schreckhaft. Die waren jetzt auch die ganze Zeit auf der Weide und hatten nicht jeden Tag Streicheleinheiten. Dafür sind sie aber sehr ruhig. Du bist Waltraud, ne? Vielleicht sagen wir auch Waldi zu dir. Ja, und das ist Hermine. Du kriegst keinen Spitznamen. 4 Jahre alt, 10 Jahre alt. Und beide höchstwahrscheinlich tragend. Das wird was. Nächstes Jahr im April oder Mai wohl. Hm? So, und wir wollen sie jetzt erstmal ein bisschen an uns gewöhnen. Die bleiben jetzt heute auf jeden Fall hier drin. Vielleicht morgen auch noch, das sehen wir dann, wie sie sich verhalten, wenn die mit den anderen zusammenkommen heute Abend. Und sonst geht es dann morgen auf der Weide oder übermorgen. Ne? Hier feini. So, zur Abwechslung, bisschen tiefer, da will ich nicht rüberklettern. Zur Abwechslung mal wieder Beregnung, muss man eben sehen, ob das hier so passt. Hier wollen wir jetzt einmal hoch, da werden wir mit der, also nur eine Bahn ziehen, das ist hier die zweite Fahrgasse vom Wald, da werden wir nicht ganz bis ans Ende hinkommen, aber das hilft nichts. Wir müssen morgen, ein kleines Stück, warte mal, ich muss das mal genau abpeilen, wir werden morgen erstmal 15 Hektar Schlag im Moor beregnen müssen, weil das da echt sehr, sehr trocken ist. Nee, ich muss noch ein kleines Stück. Deshalb werden wir jetzt hier heute Nacht einmal durchziehen, morgen hier abbauen, abrücken und dann, oh, der hängt auch auf 7:30 und dann umsetzen in eine ganz andere Richtung, um dann da die 15 Hektar durchzuregnen.
So, schauen wir mal ein Stück. Ich habe gerade so gedacht, vielleicht geht das mal ohne Fluchen, aber das wird noch richtig scheiße gleich. So, jetzt muss das passen. Es könnte noch richtig scheiße werden, weil ich nicht genug Schlauch mit habe. So, und dann muss ich das, ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, ob ich mit dem Autowagen zurückfahre. Aber das ganz lange Elend, das will ich hier nicht herziehen, ne? Wäre ich ja wahnsinnig. Stützfuß bitte, danke. Gucken, ob er rausspringt, ohne zu fahren. Wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht können wir stehen bleiben. Mal eben sehen, ob er halbwegs parallel ist. Nee, tiefer. Scheiße. Ja, ich würde trotzdem noch wegkommen. Ja, das sieht doch gut aus. Das lassen wir so. So, die Stützen runter. Ordentlich in Erde rammen hier. Zack, das reicht. Umstellen. Ach, die scheiß Kurbel. Ich hole mal eben die Kurbel, fahr mal. Stehen, nicht wieder verdrehen, ey. Stopp! Weniger klettern, so. Jetzt brackeln wir hier nochmal wieder einmal über die Kartoffeln. Alte Leid. Hier ist kein Platz für euch. So. Oh, jetzt wäre Wetter für kurze Hose. Heute Morgen war es noch zu frisch dafür. Hatte ich sogar noch eine Jacke an heute Morgen über dem T-Shirt. Und jetzt ist wieder bums warm, ey. Heide daus. Puh. So, jetzt wollen wir mal eben ausziehen hier. Die Frage kam auf, wie schnell ich beim Abdrehen fahre. Ich habe das im Moment auf 3,5 eingestellt. Das geht auch mal mit 4. Ich weiß, dass viele von euch viel langsamer fahren. Zumindest habt ihr das letztes Jahr erzählt. Aber ich habe da keine Schmerzen mit. Das funktioniert. Ah, die steht aber scheiße, ey. Ich ziehe das jetzt aus. Ich drehe wahrscheinlich, fahre ich die Stützen nochmal hoch und drehe die noch ein bisschen. Das wird wahrscheinlich nicht anders gehen. Aber naja, schauen wir mal. Erstmal lang und schmutzig machen. Genau. Notfalls, wie gesagt, fahre ich noch einmal mit dem Trecker wieder ran. Das ist halt so wild. So, bis hier, wo wir jetzt sind, hat er quer geregnet von der Querbahn. Und bis da ist es hingespritzt. Und, aber hier fehlt ja die Überlappung. Also ziehen wir das einmal ganz durch bis morgen früh. Nachher nochmal eben nach der Geschwindigkeit gucken. Ich denke mal so 30 Meter lassen wir das eingestellt. Das soll jetzt morgen, ist angesagt, noch ein bisschen Regen, so 4 Liter, 4 bis 5 Liter. So, 3,5 km/h. 4 bis 5 Liter. Das reicht natürlich nicht, aber dann können wir, wenn wir hier mit irgendwo bummelig 20 Liter jetzt regnen, über die Nacht hinweg, dann passt das. Gut, also ausziehen, eben kurz verschnaufen. Kurz verschnaufen und dann die Schläuche zecken hier. Später. So, ich habe mich jetzt doch fürs Herzecken von dem langen Kamel entschieden, weil
Oh, komm schon. Da geht schon noch was. Weil der andere sowieso nicht reicht. Jetzt ist das Kissding auch noch verdreht, ey. Scheiße. Alter, ich muss immer warten. Mann, ey. So, machen wir noch, ne? Scheiße. Yes. So. Boah, jetzt muss ich hier etwas kürzeren noch dazu holen. Aber das reicht immer noch nicht. Gut, aber so muss ich nicht noch eine Tour extra fahren. So kann ich das hier direkt rein theoretisch. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt hier aussieht. Ja, Akku 20%. Ich melde mich gleich nochmal. Aber der liegt doch jetzt hier. Der liegt doch jetzt nicht ganz verkehrt. Direkter Weg. Fast direkter Weg. Und da ist der andere, den nehme ich jetzt mit. Boah. Das war jetzt natürlich zu lang. Da eine Bucht gelegt. Hier eine kleine. Also einen Bogen. Und dann soll das jetzt hinhauen. Alter. Heb doch mal die Füße hoch. Jetzt müssen wir das hier noch einmal umstellen. Einmal das aufdrehen. Antrieb rein. Und dann schauen wir mal, was passiert. So. Boah. Schleichen wir da raus. Komm schon. Taschenlampe raus. Alter. Alter Mann. So. Kennzeichen. Kipper sind angemeldet, da ist auch dran. Kann losgehen. Hui, Moinsen. Samstag, 26. Juni. Er hat den Akku schon wieder nicht getauscht. Das ist eine Neverending Story. Ich muss mir neue bestellen, hilft nichts. Wir haben Frühstück heute. In einer Stunde kommen die, eine Gruppe. Und dazu wollte ich ganz kurz was sagen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, Frühstück. Das machen wir mit Gruppen mit Voranmeldung. Also ab 10 Personen geht das. Und Einzelfrühstück im Moment noch nicht. Haben wir in Planung, aber im Moment noch nicht. So, da ist Ina jetzt zu Gang mit Ursel. Die bereiten das soweit alles vor. Ich muss gleich die Kinder übernehmen. Die sind im Moment bei meiner Mutter. jetzt noch 10 Minuten, Viertelstunde habe ich noch eben. Ich habe hier gestern schon mal das Ladegerät angeschlossen an der Batterie von der Pumpe, von der zweiten Pumpe. Und die brauchen wir dann, wenn wir aufstellen, ich denke mal heute Nachmittag irgendwann, wenn wir umsetzen, die Beregnung. Und dann wollte ich jetzt noch mal eben, wenn ich das noch schaffe, ich muss gleich mal eben auf Uhr gucken, mit dem Weidemann los zum Nachbarn. Ich hatte ja erzählt, dass wir, weil so viele von euch gesagt haben, ey, du brauchst einen Hofbesen mit Auffang-Dingsbumspfanne. Und da habe ich ja erzählt, dass wir so ein Ding auch haben. Und zwar haben wir das mit dem Nachbarn zusammen und da steht er gegenüber. Und das wollte ich eigentlich jetzt gleich noch mal eben holen. Scheiße, nee. Ich muss mal eben auf die Weide gucken. Aber das baue ich gleich noch schnell an. Und wenn dann sobald wieder Zeit ist, ich denke mal, keine Ahnung wann. Ja, mit den Kindern zusammen geht es nicht. Da kann immer nur einer. Einer könnte mitfahren, aber es sind halt drei. Da wird das ein bisschen schwierig. Dann will ich das mal eben hier ein bisschen überfegen. Und wenn ich dran denke, halte ich die Kamera drauf und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Wenn wir nämlich hier diese Unebenheiten, da kriegst du das nicht mit, weil der einfach zu breit ist. Da war heute Morgen, heute Vormittag ein glatter Akku alle. Und jetzt ist das schon 2:45. Und ich bin nicht dazu gekommen, zwischendurch den Akku zu tauschen. Aber jetzt. Immerhin etwas. Pünktlich zur Beregnung. Ich sammle jetzt die Schläuche ein. Und den Bogen und den ganzen Quatsch. Und dann muss die Beregnung erstmal nach Hause. Einmal Luft pumpen an den Reifen. Und dann geht's zum nächsten Schlache. So ist der Plan. Mal gucken, was passiert, ne? So. Den habe ich aufgerollt. Leer gemacht, aufgerollt. Und den ganz langen habe ich zur Hälfte leer gemacht und da aufs Vorgewende gezogen. Ja, dass wir hier fahren können. Jetzt hole ich den Schlepper und dann geht es an der Beregnung weiter. Scheiße! Mann, ey!
parallel eingezogen. Und ich habe eine ganze Zeit Straßenfahrt, das ist scheiße, das muss dann ordentlich. So, passt das? Oh, der Mann hat Augenmaß! Traumhaft. So, Schlauch. Ich glaube, ich habe alles, was ich wollte, erledigt. Meine Fresse, läuft mir der Schweiß hier nur so runter. Ein bisschen höher. So. Ja, ein bisschen höher noch. Die Junge jetzt zur Werkstatt nach Hause, Luft pumpen und dann geht es zum Schlag. Später. Ladies, wir sind am Ziel. Oh, so, jetzt einmal drehen. Dann gucken, dass der ganze Quatsch auch so passt, wie er passen soll. Oh, Druck wäre auch ganz geil gewesen, ne? Rückpass. Immer wieder falsch rum. Meine Güte. So, jetzt erstmal die Ausrichtung. Halbwegs die Ausrichtung hinkriegen. Das würde mir gefallen, wenn das mit den Löchern passt. Kann das richtig sein? Stehe ich schief oder was? Das kann nicht richtig sein. Ach doch. Das Vorgewende läuft nicht parallel. So. Jetzt vorfahren. Sicherheitshalber schon mal Druck geben. Ich weiß nicht, ob das schon passt, aber zehnmal hin und her klettern will ich auch nicht. Ne? Den Druck habe ich auf 40% eingestellt. So, gucken wir hier mal die Fahrgasse entlang. Ganz bisschen zurück, 20 cm und dann ist schön. Dann können wir aufstellen, ausziehen. Also, die Beregnung. Ihr wisst, was ich meine. Das muss reichen. Thank you.
tiefer. Oh, muss noch ein Ticken. Scheiße, passt das da wieder nicht. Ja, doch, komm ich noch unter raus, glaube ich. Glauben es nicht wissen, aber so geht's. In den Boden ran. So. Geht das jetzt oder nicht? Wird wohl. Einmal Druck weg. Jetzt. Regner noch ein bisschen ausrichten. So ungefähr Pi mal Daumen. Diese Richtung ist gut. Darf ja nicht so weit. Weil er dann auf die Straße geht, ne? Also. Also für die ganz genaue Ausrichtung muss man dann nochmal ranlaufen, wenn er in Gang ist. Aber wir wollen ja auf keinen Fall, der wer weiß, wie weit in den Busch reinregnen. So ist es erstmal grob. Ach, fuck, umstellen. Grob erstmal in Ordnung. Und den Rest gucken wir uns dann heute Abend an, wenn wir in Gang sind. Wobei, wenn ich erstmal auf die Uhr gucke, ist das 10 vor 4. Bis ich die Pumpe hier habe und die Schläuche alle. Dran und so, ist es wahrscheinlich schon so weit, dass sie an kann. Ey. Leck mich im Arsch. Das dauert hier auch über 20 Stunden, hier die Bahn. Das wird jetzt beim Abdrehen auch noch ein Problem werden. Weil ich alleine bin und der Schlag ist länger als die Trommel lang ist. Das bedeutet, ich muss da grob schätzen, wann die letzte Wicklung kommt. Das kann ich von da hinten dann gar nicht mehr richtig sehen. Normalerweise machen wir das zu zweit, aber Vater hat jetzt keine Zeit. Mirko hat frei. Nina ist bei den Kindern. Naja, und so weiter und so weiter. Ihr seid zwar da, aber ihr könnt mir jetzt nichts zurufen. Das ist schade. Mal wieder einmal Kartoffelblatt fahren. Oh Mann, jetzt habe ich den nicht zur Seite gedreht. Dann spritze mir gleich das Wasser in der Kabine, oder was? Oh, was du nicht im Kopf hast, hast du eine Beine, ne? So. Scheiße. Das gerade falsch an. Ich glaube, ich habe die Tonne richtig ausgerichtet. Aber zumindest kann ich ihn noch ein paar an den Kopf hauen, dass er mir hier jetzt nicht reinpisst. Oder auch nicht. Ah, fuck you. Ah. Scheiß die Wand an, ey. Ah, warte, vielleicht komme ich da gleich noch ran. Weil der spuckt gerne mal nach, ne? Da habe ich so oft gehabt, dass er in der Kabine reingespuckt hat, dass ich da doch ein bisschen vorsichtiger geworden bin. So, jetzt aber. Jetzt kannst du spucken und du triffst mich nicht. Ah. So. Das kleine Rad da
außer die Führung in der Führung läuft, in der Spur läuft, meine ich, in der Schlauchspur. Das habe ich eben noch, siehst du? Das habe ich eben noch ein bisschen aufgepumpt, das war ziemlich platt. Und dann kann das jetzt losgehen. Nee, das sieht aber gut aus mit der Maschine, die steht gut. Die steht gut. Die Maschine steht gut. So, bei der Länge jetzt, sicher, sicher, mal nur 3 km/h. Jo, das dauert jetzt ein bisschen. Ich knipp's gleich wieder an, wenn ich nicht weiß, ob ich fertig bin. Ich habe keine Ahnung, ob man das im Video sehen kann, aber der Schlepper ist so ein bisschen am Wackeln. Ich habe jetzt noch ein bisschen Handgas dazugegeben, weil das jetzt schon schwer geht. So, und hier, wenn man das sieht, warum, weil das so mullerig ist, das haben wir auf diesem Schlag immer. Und das ist auch eine Erklärung, warum wir da nicht mit dem GT beigehen. Gut, der hat jetzt auch noch kein TÜV, ist noch nicht angemeldet, aber das ist ja bald soweit. Aber das funktioniert nicht. Das hat ja, da kamen neulich Kommentare, Mensch, das kannst du ja super mit dem GT machen. Da kriegst du vorne auf der Pritsche kriegst du alles mit. Das stimmt. Das wäre geil, aber das schafft der Schlepper nicht. So auf kurzen Schlägen, wo ich sag mal, das befahrbar ist in der Fahrgasse, also weder zu trocken noch zu nass, da wird es gehen. Aber hier wäre jetzt schon Ende bald. Ne? Ich habe Allrad an, erste Stufe, Handgas mit jetzt 1060 Umdrehungen und fahre immer noch 3 km/h und er ist am Hoppeln. Er fängt hier das Hoppeln an. Hoppel die Hopp. Also man braucht doch ein bisschen mehr Leistung, als man so glaubt. Man braucht nicht unendlich viel PS, aber man muss schon ein bisschen Leistung haben. Vor allem braucht man ein Allrad. Sonst war da nichts. Und das hat der GT auch nicht. So, wie man sehen kann, kann man nichts sehen. Ich sehe jetzt auf der Schlauchtrommel, dass das alles noch schwarz ist. Ich sehe noch nichts Rotes vom Blech. Also alles gut. Und so ungefähr weiß ich auch, wie weit ich kann. Also bis da, wo der Bosch anfängt, parallel hier rüber. Bis da geht es auf jeden Fall. Irgendwo da, plus minus 10 Meter, nagel mich nicht fest. Ich mache jetzt gleich die Kamera wieder aus, weil da muss ich mich dann doch ein bisschen konzentrieren, damit ich mir hier die Beregnung nicht auseinanderreiße. Ne? Das wäre sehr scheiße. Total scheiße eigentlich. Das wäre mega scheiße. So, Mut zur Lücke. Ich sehe jetzt rot an der Trommel. Ich schätze, da sind noch 3 Wicklungen. Das kann ich nur schätzen. Ich habe jetzt runtergedreht auf 1 km/h, auf 1,5 km/h. Jetzt bin ich runter auf 1 km/h. Und jetzt irgendwann 0,7. Jetzt ist irgendwann Schluss. Ich mache Schluss. Das ist mir zu unsicher. Das ist mir zu unsicher. Ich will sie nicht kaputt machen. Jetzt scheiß auf die letzten 2 Meter. Wo jetzt kein Wasser hinkommt. Aber das ist mir jetzt echt zu gefährlich. Muss mal gucken, falls. Na komm. Guckt euch an, wie viel Spannung da drauf ist, wie weit er zurückrollt, zieht. Jetzt bin ich raus. So, Ackerschiene hoch. Ich weiß gar nicht, ob man auf der Kamera überhaupt irgendwas sieht von der Trommel. Wahrscheinlich hätte ich noch weiter können, aber mir ist das jetzt echt zu gefährlich. Das ist mir zu gefährlich. Dann machen wir das lieber anders. Falls mein Vater nachher Zeit hat, mitzukommen beim Einschalten, dann können wir lieber noch mal einmal mit dem Schlepper hier reinfahren, ziehen dann dementsprechend noch ein Stück weiter und er kann dann eben da hinten stehen bleiben, ruft mich an und sagt dann rechtzeitig Stopp, bevor ich das Ding kaputt mache. Also, da wird mir ein Fernglas wahrscheinlich auch nicht helfen. So, also jetzt geht's wieder nach vorne. Weitermachen. Die Steuerung zeigt an, dass ich 407 Meter ausgezogen habe. Und die Trommel zeigt an, ich hätte noch weiter können. So, da haben wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wicklungen. 7,5 bis zu dir, aber so weit darfst du nicht runter. Also die letzten 1,5 müssen draufbleiben. 1, 2, 3, ja. 5 Wicklungen weiter hätte ich noch können, aber das siehst du von da hinten, du siehst von hier ja auch nicht den Regner, ne? Keine Chance. Mal sehen, wie gesagt, vielleicht ziehen wir nachher noch mal ein paar Meter weiter, aber erstmal bin ich froh, dass das jetzt so
so alles passt, die Ausrichtung passt. Jetzt fahre ich nach Hause, hole die Pumpe. Der Brunnen ist ja da hinten. Pumpe aufstellen und dann geht das Wie drücke ich mich jetzt richtig aus? Ich will ja nicht fluchen. Dann geht der Spaß mit den Schläuchen los. Genau. So ist das richtig ausgedrückt. Gut. Also, bis gleich. So, Pumpe habe ich am Brunnen. Schwanenhals habe ich dran. Jetzt brauche ich hier einen kurzen Schlauch. Und dann muss ich da hinten noch die Beregnung anschließen. Dann brauche ich längere Schläuche. Und was nicht alles. So, und hier habe ich nur einen lang. Der kann vielleicht da hinten reichen. Aber ansonsten fehlt mir alles andere, was ich brauche. Das hatte ich mir aber auch schon gedacht. Deshalb habe ich jetzt zu Hause gar nicht erst noch groß was umgepackt. Ich gucke mir das vorne an der Beregnung jetzt eben an und dann fahre ich mit dem Trecker nach Hause und komme mit dem Autowagen wieder. Dann habe ich alles da, kann auch hin und her fahren, Pumpe an, zur Beregnung gucken, wieder zurück und so weiter. Weil das alleine anzumachen mit der Pumpe, die jetzt auch nicht mal eben. Dann habe ich lieber einen Autowagen. Sonntag, 27. Juni, nicht Dings, Donnerschlag, aber der Juni ist auch schon fast wieder rum, da muss ich mir schon wieder an was Neues gewöhnen. Ne? 6 Uhr, ich habe den Laden auf und bevor ich jetzt die Automaten fertig mache, um danach den Hof fertig zu machen, will ich mal eben nach den Viecher gucken. Ich habe eine Tasse Kaffee mitgenommen, um mal eben sehen, ob da alles okay ist. Ich habe nämlich jetzt lange kein IA mehr vernommen. Vielleicht haben sie sich auch einfach eingegroovt, was ja auch gut ist. So, auf dem Weg im Laden. Ich habe was vergessen. Und zwar hatte ich ja im letzten Video erzählt, wegen dieser Kehrmaschine, ne? So eine wie Michi hat, so in der Art. Da habe ich ein paar Mails von euch bekommen und auch in den Kommentaren war, glaube ich, einer mit einem Link. Die sind mega geil, die ihr gefunden habt. Überhaupt keine Frage. Aber das ist einfach preislich überhaupt nicht drin. Also das wäre Quatsch, dass so gerne ich so ein Ding auch hätte. Aber das Geld kann ich da nicht für ausgeben. Trotzdem vielen Dank für die Links, aber... Nein, da muss ich mir eine andere Lösung einfallen lassen. So, jetzt ab in den Laden, Automaten abstellen, dass das schon mal fertig ist. So, das ist angefegt und ein bisschen mit dem Laubpuster gearbeitet. Ich hatte, das habe ich gestern gar nicht mehr gezeigt, ich hatte den Besen, den wir mit dem Nachbarn zusammen haben, noch geholt. Dummerweise ist da das Bodenblech von der Auffangwanne durchgegammelt. Und da hatte ich keine Zeit mehr für, dann auch für mich drum zu kümmern. Und deshalb jetzt wieder so. Vielleicht schaffe ich das zum nächsten Wochenende. So, 12 Uhr. Eben auf der Weide geguckt. Hier ist alles soweit in Ordnung. Und jetzt geht es auch langsam los. Erste Reihe, Parkplatz ist voll. So, mal sehen, was es heute gibt, ne? Wetter passt. So, wir sind am Abbauen und ich fahre hier gerade mit dem Stapler die Kisten weg. Und was sehe ich denn da? Pass mal auf, was sehe ich da denn? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Das geht doch so nicht, das haut doch alles nicht hin, Mensch! Was ist denn das hier? Sag mal! So, da wird's dunkel. Regenradar 0, Wetterbericht 1, 0, Wetterbericht 2, 0. Nichts angesagt, aber es grummelt schon und wird dunkel. Wollen wir eben schnell die Esel und die Ponys von der Weide holen. Los. Lukas hat erfolgreich aufgeladen. Wer ist da denn noch? Was ist denn hier los? Hallo? Und jetzt guckt euch das mal an. Was für ein geiles Wetter. Besser geht's nicht, ne? Da fällt das Geld runter. So, und zum grünen Abschluss
noch einen fetten Regenbogen. Ich habe noch nicht im Regenmesser geguckt, aber das waren ein paar Liter Regen. Ja, aber ihr wolltet ja nicht mit. Die anderen sind im Stall. Und ihr seid auch trocken. Die sind so geil, echt. Oh Mann. Aber dann ist ja alles gut. Es wird jetzt trocken und dann wird es auch wieder alles schöner. Ja, du bist ein feines Mädchen. Ganz feines Mädchen. Du auch. Ihr seid beide feine Mädchen. Hui. Moin. Montag, 28. Juni. Langsam wird es ein bisschen schwül, aber heute Morgen war es ganz angenehm durch den Regen gestern. Wir hatten tatsächlich 11 Liter Regen. Aber das kam so glubsch innerhalb von, keine Ahnung, 20 Minuten oder sowas. Das meiste ist irgendwie dann noch weggelaufen. Für die Weide hier ist das aber ganz gut. Physio habe ich fertig, Laden habe ich fertig. Jetzt haben wir eben hier Lucy wieder auf die Weide gebracht und die beiden Ponys sind auch wieder da. Können sie ein bisschen grasen. Dann grünt das hier jetzt auch mal ein bisschen durch wieder durch den Regen, weil das war ja doch, habt ihr ja gesehen, sehr braun. Einer hatte geschrieben, ja, vielleicht nur einmal rübermulchen. Das wäre tatsächlich wahrscheinlich nicht ganz falsch, ne? Wenn man das hier so sieht. Ich gucke mir das jetzt erstmal an. Ich muss ja auch erstmal hier das Tor umbauen, bevor ich hier reinfahren kann. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das hier wegzubauen, dann wieder hinzustellen und nur, damit ich einmal reinfahren kann. Das tut nicht nur. Das machen wir dann lieber gleich. Na, Jussi, das machen wir dann lieber gleich richtig fertig. Und dann kann das da auch beigehen. So, habe ich das erzählt, dass ich Weidezelt bestellt habe? Falls ich es nicht erzählt habe, habe ich es jetzt erzählt. Also ich habe ein Weidezelt bestellt, das war ursprünglich ein bisschen anders gedacht. Ich wollte ein 6x6 haben. Das ist aber nicht lieferbar. So, da habe ich gerade mit dem Verkäufer telefoniert. Ich habe jetzt zwei kleinere bestellt. Dann wird der Plan jetzt ein bisschen geändert. Die beiden kleinen werden wir hier auf der Weide ein bisschen verteilen, dass sie sich aus dem Weg gehen können, dass sie sich ablegen können oder unterstellen können, ohne dass sie sich alle zanken müssen. Ist vielleicht auch nicht ganz blöd. Und dann werden wir den Ziegencontainer auf die Seite stellen und da kommt dann noch ein Querzaun hin, sodass dann unsere Gäste durch die Schleuse zu den Ziegen kommen können. Die Ziegen sollen dann jederzeit hier auf die Ponyweide laufen können, aber nicht andersrum, ne? Also die Ziegen zurück, aber die Esel und die Ponys nicht in den Ziegenbereich. So haben wir es dann sichergestellt, dass das nicht so gefährlich ist, weil uns ist das so im Moment, ja, das passt uns nicht so richtig. Hier soll niemand alleine auf die Weide, wenn die alle hier zusammenlaufen. Das ist uns zu gefährlich, auch versicherungstechnisch nicht ganz so einfach. Und aus dem Grunde kommen die Ziegen in einen Bereich, wo jeder reinlaufen kann, dann durch die Schleuse. Und da kann dann nichts passieren. Und wenn die Ziegen keinen Bock mehr haben, laufen sie auf den anderen Teil der Weide zu den anderen Viechern. Und so ist dann, glaube ich, allen geholfen. So, die Schüsseln wollte ich nochmal mitnehmen. So ist dann allen geholfen. Und dann wird auch ein Schuh draus, denke ich. Dann muss ich mir jetzt, wie gesagt, noch ein paar von diesen Zaunpfählen bestellen, eine Rolle Draht holen und dann geht er los. Mal sehen. Ich weiß nämlich, ich habe die Hoffnung, dass ich das diese Woche schaffe, aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Ich will jetzt heute und morgen erstmal eure Bestellungen packen vom Online-Shop, dass die dann morgen alle rausgehen. Heute ist die Post schon durch. Der war so früh heute. Montags ist der immer früher. Jetzt ist 10 und der ist schon weg. Also geht heute leider nichts mehr raus. Es wird zwar gepackt, aber es geht nichts mehr raus. Und dann kommt morgen der Rest. Beziehungsweise morgen geht dann alles raus auf einen Schlag. Dann ist das ein Mittwoch und Donnerstag kommt das dann bei euch an. So ist der Plan. Ja, ansonsten fangen die an, hier das Dach fertig zu machen. Da halte ich dann nachher die Kamera nochmal drauf, wenn ich soweit bin. Jetzt will ich aber erstmal eben hier Schüssel nach vorne, Hände waschen. Und dann Pakete packen. Gut, so. Und ihr könnt den Tag genießen. Bisschen frischer, nicht ganz so warm. Nicht wahr? Waldraut. Waldraut bedeutet so viel wie die, die sich auch im Wald traut. Haha, Hermine. Ich komme nachher nochmal mit einem kleinen Leckerli, ne? Ich habe für euch jetzt gar keinen mehr über gehabt. Schade. So. Weiter geht's mit der Arbeit. Jo, kommt es noch 5 oder sowas in der Art. Vielleicht ist es auch schon 5:30, keine Ahnung. Gleich geht's nochmal zur Beregnung umstellen. Aber weil ich gerade hier hinten bin und bevor ich das wieder vergesse, einmal eben die Blühfläche hier hinterm Haus, die 3000 Quadratmeter, es sind ja ein paar mehr, aber
3000 Quadratmeter. Wie das hier jetzt aussieht, also das ist prächtig. Im Moment wächst das um eine Wette mit dem Mais. Und der Mais wird er jetzt bald überholen, hoffe ich zumindest. Aber so sieht das hier aus. Also das ist richtig schön. Das blüht ja alles so ein bisschen nacheinander auch, dass man möglichst lange immer Blüten da hat für die Insekten. Und ja, das geht ja bis da nach ganz hinten, da ganz hinten, bis zum Feuerwehrhaushalt. Und ja, so sieht das hier jetzt aus. Da kann man nicht meckern. Also die Mischung gefällt mir dann doch deutlich besser als die ich letztes Jahr hatte. Das hier ist hier die Pferdener Imker-Mischung, so heißt sie. Und da kann man sehen, hier der Boden ist komplett bedeckt. Und da kommen dann noch verschiedene andere Blüten dazwischen. An der Straße da weiter hinten hoch, da sind noch ein paar Kornblumen. Die gehören dann natürlich nicht dazu in der Mischung, aber blühen trotzdem. Ja, hat sich gelohnt, würde ich sagen. Da hinten sind Schmetterlinge zugange. Das wird man auf der Kamera jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber läuft. Sehr schön. Jo. Der Hengst ist spitz und jagt die Stuten noch ein bisschen. Da geht gerade wieder los. Der kriegt immer richtig welche verpult. Junge. Da klappert im Gebälk. Nicht schief laufen. Oh, da kann ich jetzt nicht mehr fliehen. Jetzt muss ich noch einmal wieder umstellen. So, habe ich jetzt eben schneller gestellt. Die Mistgurke war ausgegangen. ich vermute mal kurzzeitig ein bisschen Überdruck. Und dann schalte die Pumpe ja sofort ab. Da geht der Motor aus. Jetzt habe ich den ganz schnell gestellt, dass die letzten paar Meter. Wie man hier sieht, die letzten, da verliert er natürlich auch gleich richtig Druck massiv. Ne? Die letzten paar Meter schnell einziehen, jetzt müssen wir mal eben fliehen, sonst wären wir gleich nass. Aber jetzt keinen Bock drauf. Aber jetzt echt keinen Bock drauf. Gleich ist er hier. Gleich hat er uns. Ziehen wir die letzten paar Meter hier jetzt eben schneller ein. Das sind jetzt noch 5 Meter oder sowas. Hier am Ende hatten wir jetzt auf Kreisregnen gestellt, damit das Vorgewände hier auch ein bisschen was abkriegt. Dann geht zwar ein kleines bisschen überhin in Nachbars Mais, aber der wird sich da glaube ich nicht drüber beschweren, dass der Mais am Vorgewende bei ihm ein bisschen besser wächst. So, sind wir weit genug? Jo. Traumhaft. Dann setzen wir uns jetzt auf die Höhle, warten bis fertig ist. Und dann werden hier Schläuche gerödelt. Regnung umhängen und was alles dazu gehört. Ja, auch ein neues. Übrigens hat das hier hinten gar nicht geregnet. Wir hatten ja gestern die 11 Liter zu Hause, gestern Abend, als Lukas noch da war. Und da hinten hat einer gerade Heu aufgeladen, vorhin in Ballen gewickelt. Hier war null, gar nichts. Aber nicht nur bei uns, das ging anderen auch so. Also das war wohl einfach mal reiner Zufall, dass wir das abgekriegt haben. Und wie gesagt, stell ich euch denn jetzt hin. Und wie gesagt, das kam auch so hübsch, das war ja nur, das ist das meiste wohl. Auch nur weggelaufen, so. Den wollen wir mal nicht. Das hilft ja nichts, ne? Ah. Erstmal die geschmeidige Absperrung an der Seite. Ah. Ja, da fällt mir was ein. Falls das hier irgendjemand sieht, der sich hier irgendwie aufregt, dass die Straße hier einfach so frech abgesperrt ist, das nehmen die Bauern sich raus. Dem sei gesagt, das ist keine Straße, das ist ein Wirtschaftsweg. So,
Tüte an zu. Stunden später. Jetzt so ein Erdnagel dabei, den kloppen wir vor den Bogen rein, dass der nicht wegdrücken kann. Das klappt ganz gut. Habe ich neulich, als ich die hier aufgestellt habe, habe ich das erste Mal davor gekloppt und das ist gar nicht so blöd. So, na, Warntafel auch weg. Damit hin und jetzt. Nee, den Bogen noch. Ah. Ja, ja, ja. So. Bogen an der Seite, Deckel rauf und dann ist die einfache Arbeit schon fertig. Auseinanderkuppeln. Könnt ihr mal mitkommen? Wie ist das eigentlich? Könnt ihr das noch sehen hier, das Beregnen, oder habt ihr da schon keinen Bock mehr drauf? Erst haben sie alle geschrien, Beregnung. So, da ist die Kupplung. Puh. Mann, da zeckt der Rücken schon wieder. Ich verstehe das nicht. Ich war heute erst bei der Physio, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich da war. Das ist den ersten Tag dann meistens ein bisschen schlimmer. So. Wasser raus. Ja, nee, das hilft alles nichts. Das Gefälle geht hierher. Wir gehen von da noch einmal lang und heben das Wasser aus dem Schlauch. Das mache ich mal eben alleine. Ich weiß nämlich nicht, wo ich euch jetzt hier hinstellen sollte. Und dann knipse ich gleich wieder an. Bis gleich. So, oh, das habe ich eingesammelt. Hier ist das Wasser raus. Fallern kam gerade im Autowagen. Das ist schön. Kommt jetzt hier mit dem Schlepper rangefahren. Setzen wir das Ding um. Dann kann ich dann gleich die Schläuche schon wieder neu verlegen. Und dann sind wir ein bisschen was schneller fertig. Feine Sache das. Puh. Der hat eben hier, weil der so hoch war, hat er den schon früher ausgelöst, dann war er nicht ganz eingezogen. Da muss ich eben noch einen Meter mit der Hand eindrehen. Aber jetzt, wenn er jetzt hochhebt, dann kriegt er noch mit. Das ist dann immer so eine Sache, ne? Das ist alleine, wenn du nicht ständig auf- und absteigen musst, wegen diesem blöden Hydraulik-Gelumpe. Das ist schon so viel schneller. Dicke Hammer nicht mit, denn ich muss jetzt das Rohr hier herhalten. Na. Junge, Junge, Junge. Warum ist der scheiß Hammer hier nicht mehr auf dem Autowagen? So.
Ja, erstmal einen Schlauch zusammen machen. Was macht der denn jetzt? Ja, fahr mal weiter. Langsam. Bisschen kannst du noch, kleines bisschen. Bisschen. Oh gut, lass gut sein. Das reicht. Jo. Das ist das, was ich letztes Mal meinte. Du kriegst es, du siehst es nicht. Jetzt haben wir es wenigstens. Ein paar Meter weiter. So. Voll verschlammt, die Scheiße. Ja, da fällt mir gerade so ein, Lukas und Axel, wenn wir demnächst unsere Action machen und es gibt dann immer noch keinen Regen, dann könnt ihr gerne mal mitkommen. Ich kann jede Hilfe brauchen hier bei Scheiße. Dann könnt ihr auch mal mitfluchen. Das Geilste wäre ja, wenn ihr mitfluchen könnt und ihr kriegt einen grünen Rahmen von mir. Das wäre doch mal was. So, Hydrant ist auf. Fahr dann schalt die Pumpe an, dann mal gucken, wo es jetzt platzt. Oder ob wir gleich unsere Ruhe haben und gleich nach Hause können. Feiern mal. Ja, auch nicht schlecht. Wahrscheinlich muss ich das Getriebe gleich noch reindrücken, wenn das Wasser kommt. Ich vermute mal, dass das nicht ganz drin ist. Jetzt, das hakt ein bisschen gerade. Ja, kann mich auch täuschen. Mal gucken. Werden wir gleich sehen. Wenn das Wasser mal am Anschlag ist hier. So. So, ansaugen. Über die Ansaugung kommt schon Wasser raus. Haben wir jetzt gleich Wasserdruck. Dann muss man schnell sein. Ich zeige euch das auch nochmal. Habe ich aber, glaube ich, letztes Jahr schon, ne? Dann die Ansaugung wegdrücken und ganz schnell den Hahn aufreißen, aufdrehen, damit Wasser in diese Richtung kommt. Zeitgleich das Gas regulieren, dass er keinen Überdruck kriegt und nicht der Motor wieder ausgeht. So, Druck kommt. Die Knicke drücken sich gleich zurecht. Schauen wir hier mal, hier tropft es. Ja, eben einmal kurz Überdruck. Ist er jetzt ausgegangen? Ne, ist nicht ausgegangen. Jetzt geht der Hebel für den Antrieb. Das ist ein Drucksensor. Wenn er genug Druck hat, schaltet die Steuerung den Motor, sodass dann der Antrieb mit angeht. Er dreht aber. Getriebe ist in Ordnung. Wenn er jetzt anfängt zu klackern, dann ist alles gut. Das ist die Geschwindigkeit.
macht weiter auf, umso schneller geht er dann. Jetzt versucht er die Geschwindigkeit, die ich eingestellt habe, zu finden. Die Einzugsgeschwindigkeit, sprich die Umdrehung von der Rolle. Da ist auch ein Sensor dran. Jetzt klackert er. Jetzt wird alles schön. So, das waren jetzt 30 Meter mehr. Also 33, um genau zu sein. Das lohnt sich dann schon mal eben zu telefonieren. Ne? Das sind die 33 mehr Kartoffeln mit Wasser. In der Länge. Logischerweise. So. Das sieht hier gut aus. Dann stelle ich jetzt noch die Warntafel auf. Und dann können wir nach Hause. Läuft. Ohne Fluchen, oder? Geil. So. Oh, und jetzt zum Feierabend. Nochmal ein ganz kurzes, schnelles Update. Zwei Sachen. Bevor ich jetzt reingehe. Oh, und endlich unter die Dusche komme. Kurz nach 7, das ist ja gute Zeit. Will mich nicht beschweren. Wenn die Beregnung jetzt durchzieht, ist alles gut. Also, hier im Stall hat Vater heute ein bisschen weiter geschraubt. Und zwar hat er die ganzen Freske da rausgenommen. Mit dem Weidemann mit der Palettengabel rangefahren, mit dem Schlagschrauber losgeballert und dann raus damit. Die liegen jetzt alle da. Also, falls hier jemand was von brauchen kann, habe ich ja schon mal erzählt. Ich mache nochmal Fotos, das kommt bei Kleinanzeigen rein. Ich sag Bescheid, wenn ich das drin habe. So, das ist einfacher. Sonst kommen tausend Fragen um die Einigung sind nachher doch nicht, weil es irgendwo untergeht. Also, Kleinanzeigen. Ja, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Das soll ja eigentlich auch noch alles weggesprengt werden. Weggesprengt werden hier. Damit wir hier anständig arbeiten können. Das wird dann so ein Halbprovisorium, aber das wird dann lange, lange so bleiben. Mit den Türen sind wir noch nicht weitergekommen, aber heute waren die Zimmermänner da, beziehungsweise erst das Abbruchunternehmen und hat hier die Schindeln runtergenommen und die Lattungen rausgerissen. Und dann waren die Zimmermänner da und haben das mit Planer zugemacht hier wieder. So, und wir werden dann da zwei Spanen rausnehmen und mit dem Kran die Silos rausnehmen. Die will ich dann eigentlich auch noch verkaufen, wenn die noch einer brauchen kann. Die sind jetzt nur voll Spinnenweben, aber die sind noch top. Die standen ja nie im Wetter, waren ja immer unter Dach. Also 5 Tonnen, der eine 5,5, der andere 5, so plus minus, nee, 6 glaube ich. Ist auch egal, irgendwie so gehen da rein. Jo, ich war erschrocken, muss ich sagen, wie schlecht die Lattung aussah und die Spanen sind auch nicht so geil. Da werden sie wohl auch noch was tauschen müssen, schätze ich. Wir lassen uns mal überraschen. Aber jetzt ist erstmal Feierabend. Hui, Moinsen. Dienstag, 29. Juni. Wenn ich eure Pakete gepackt habe, dann muss ich da, wo der 818 steht, noch ein bisschen basteln. Hintergrund ist zweierlei. Zum einen könnte es Gewitter geben. Also Regen ab Mittag heute ungefähr, also jetzt 7:30, ich bin gerade im Laden durch. Und Gewitter, ja, wir haben ja, ich habe jetzt ja Weidezelte bestellt, die sind aber ja nun noch nicht da. Das wird wohl diese Woche auch so schnell nicht kommen. Ich denke, das wird erst nächste Woche, fürchte ich. Und deshalb muss ich da im Schuppen noch einen kleinen Stall fertig machen für die beiden Eselstuten. Diese will ich nicht zusammen einsperren auf so kleinem, naja, kleinem Raum, der Platz würde reichen. Für alle drei von den Quadratmetern, aber der Esel, der Hengst, der jagt hier dann doch ein bisschen und das muss nicht sein. Und zum anderen, zweiter Grund ist, ich weiß noch nicht, müssen die wohl doch abends reinholen. Aber gestern Abend, irgendwann spät, ich bin dann extra noch wieder raus, muss irgendwo hier ein Auto angehalten sein und hat dann hier ständig rumgehupt. Und das ist irgendwie scheiße. Also ein bisschen Respekt vor Tieren wäre schon ganz geil. Und der Esel, der Hengst, der ist auch voll abgegangen da beim Rumkrakehlen. Naja, bin ich noch her, da war aber alles wieder ruhig, gegen 11 oder sowas. Aber das ist irgendwie scheiße, das muss nicht sein. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. So, jetzt wollte ich mal gucken, ob alle zufrieden da sind. Sind sie? Dann geht es jetzt wieder nach vorne. Kinder zum Kindergarten, dann eure Pakete parken. Dann gehen die heute alle raus. Haben wir das abgearbeitet und dann, wie gesagt, im Stall weiter. Und dann werde ich mich nochmal um die Zelte kümmern, nochmal hinterher telefonieren, was er meint, wann die jetzt lieferbar sind. Also später.
ganz kurze Pause von Pakete packen. Checke hier dann immer ganz gerne Social Media und ich bin unter anderem in einer Facebook-Gruppe bezüglich Kartoffelbau und da hatte jemand gefragt, was macht man denn im Ökolandbau gegen Kartoffelkäfer? Und da hatte jemand dann geantwortet, Moment, scheiße, jetzt muss ich das mal schon rausziehen. Wie heißt das? Spintor, biologisches Pflanzenschutzmittel. Ich will das mal eben schnell aufrufen. So sieht das Ganze aus. Kann man das sehen? Ist auch egal. Ich will da keine Werbung für machen. BioHelp, Spintor, das im Übrigen bienenschädlich ist. So, und wir haben diese Thematik in dem NDR-Beitrag, der ja noch gar nicht ausgestrahlt ist zu diesem Zeitpunkt und ich noch nicht mal weiß, wann der ausgestrahlt wird. Da hatten wir ja auch drüber gesprochen mit Kartoffelkäfern und was macht man dann, wenn man was machen muss und so weiter. Und da habe ich ja im Kartoffelbau allgemein so ein bisschen ein paar Kritikpunkte, gerade was auch die Bekämpfung von Phytophthora angeht. Und das hier kommt dann noch dazu. Also ich finde das schon jetzt, ja, bildet euch eure eigene Meinung darüber. Ich packe jetzt weiter. Später. So. Ich habe euch das jetzt schon kurz erzählen. Ich habe eure Pakete soweit alle jetzt fertig, alles abgearbeitet, bis auf zwei, wo das Geld noch nicht da ist. Die müssen noch eben warten. Ina wartet jetzt auf mich im Büro. Wir haben da einiges durchzusprechen. Sie macht gerade die Buchführung. Aber ganz schnell nochmal eben ein kleines Unboxing. Und zwar habe ich ein Paket und einen Brief. Zum Brief kommen wir gleich. Wir machen eben das Paket, weil das ist vorher gekommen. Da ist jetzt kein, also bislang habe ich noch, ich habe das nur aufgemacht, habe kurz geguckt. Das Papier benutze. Hier ist der Karton und zwar ist das ein Oberfräsentisch. Also so ein, da, so ein Tisch, wo man eine Oberfräse einbauen kann und dann schön auf den Tisch fräsen kann. Mega geil. Hier steht nicht bei, von wem es ist. Oh, Telefon. Moment. Hi. Du, kann ich dich in 2 Minuten zurückrufen? Alles klar, bis gleich. Ciao. So, Presse. Der kommt ins Altpapier. Der ganze andere Kram, das ich noch nicht weggeräumt habe. Ganz lieben Dank. Also wie gesagt, da steht da nicht bei, von wem es ist. Derjenige oder diejenige darf sich sonst, wenn sie möchte, er möchte, sie möchte, es möchte, gerne in den Kommentaren einmal melden. Also ganz, ganz lieben Dank. Da werde ich mir, also ich komme da jetzt nicht zu, aber spätestens im Herbst, wenn die neue, also nein, anders, spätestens wenn die neue Werkstatt fertig ist. Dann geht es dabei beim Aufbauen und dann werde ich mir wohl auch mal eine Oberfräse besorgen. Endlich. Geil. Also das freut mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. So, das kommt mal eben an der Seite. Und dann, ja, wie gesagt, das ist nur dieser Lieferschein, der da immer bei ist. Aber kein, leider, ach, ein Papier, leider kein Text. So, und dann war Dirk mit Tamba und Timo ja wieder da am Wochenende. Und übrigens nochmal ganz, ganz lieben Dank an euch. Ihr habt so viel geholfen beim Abbauen. Sonntag. Also das war echt klasse. Habt ihr super gemacht, Jungs. Vielen Dank dafür. Und die beiden haben mir das hier in der Hand gedrückt. Da steht drauf für Sven und Ina von Timo und Tamme. Den Nachnamen, ja, lasse ich sicherheitshalber weg. Aber ihr wisst ja, ne, dass ihr gemeint seid. Öffentlich steht da drauf. Und da habe ich auch zu den Jungs, das haben sie mir überreicht, da habe ich gesagt, ja, wenn das so ist und schon so eingepackt quasi, dann mache ich das erst, wenn die Kamera dabei ist. Auf. So, und das mache ich jetzt. Ich habe da selber, wie gesagt, noch gar nicht reingeguckt. Was sie gemalt haben. Ich vermute mal, dass was gemalt ist. Langsam. Ein Foto. Ach, guck an. Ja, die waren ja nicht, das war ja nicht der erste Sonntag, wo sie hier waren. Und da sind die beiden Jungs, ganz kurz in die Kamera, jetzt nicht deutlich, mit dem Dino-Kram fahren hier, mit unserem Fan. Sehr cool, das freut mich. Das kriegt einen Ehrenplatz. Genau da, neben den beiden Schildern, die auch schon von den beiden Jungs sind. Ganz lieben Dank und jetzt muss ich ans Telefon gehen. Wir sehen uns später. Trochelmann. Oh, Büro abgearbeitet, na zumindest mein Part, das Nötigste zumindest. Ich habe echt keinen Bock auf Büro. Ina schimpft schon immer mit mir, aber wir haben das, was fertig musste, ist fertig. Und Ina macht jetzt nochmal eben den Rest Buchführung fertig und dann sind wir erstmal für diese Woche damit durch. Zimmermänner sind gerade angerückt. Aber keine Ahnung, was die jetzt vorhaben. Weiß ich nicht. Die Bleche, die Gürse kommen wohl erst Freitag.
Zumindest war das der Plan. Wir lassen uns da mal überraschen. So, ich wollte jetzt mal eben nach Möglichkeiten, Gittern und Toren. Es regnet jetzt so ganz suche Piano runter. Ganz angenehm. Nach Möglichkeiten gucken. Hier ist noch ein Gitter, womit ich den schnellen Stall für die beiden Stuten fertig kriege. Da brauche ich doch ein paar Gitter. So, da sind noch zwei Pferdegitter. Die sind natürlich schnell aufgestellt mit den Ketten. Die könnte ich theoretisch an der Seite nehmen, die beiden Dinger hier. Fehlt mir noch ein Tor. Die einmal an der Längsseite hingestellt, hinten einmal festgeschraubt und das zweite mit der Kette fest, dann ist das schon, wäre das schon fertig. Fehlt aber, wie gesagt, immer noch ein Tor. Und das da, was da eingebaut ist, das wäre eigentlich genau richtig. Da kriege ich jetzt das andere nicht ran. Ich habe ja immer noch keine Teile. Einbetonieren wird jetzt auch nichts. Die Pfähle von dem anderen Tor. Ah, das ist doch alles Mist, ey. Naja, das Ding ist ja auch, wir wissen uns ja notfalls auch zu helfen, ne? Dann nehmen wir notfalls irgendein Gitter und tüdeln das mit dem Regen auf der Linse und tüdeln das mit dem Draht fest. Also das nehme ich jetzt hier nicht raus, das wäre blöd. Das mache ich jetzt nicht. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ah, findet sich später. Die ganzen Gatter, die ich so habe, das ist alles nicht das Wahre. Das ist zwar eigentlich nur eine Abtrennung und kein Tor, aber das basteln wir uns jetzt zurecht, das hilft nichts. Die werde ich einbuddeln bzw. ein bisschen Mischung mitmachen, dass sie ein bisschen festsitzen. Die setze ich von hier, das überlege ich mir gleich noch von außen oder von innen davor. Dann kann ich dieses Gitter hier kann ich auf Länge einstellen, kann ich rausziehen, da fehlen jetzt die Schrauben, die müssen mal wieder rein. Dann ist der fest und dann muss ich mir da dann noch einen Verschluss für basteln, dann ist das so. Aber das ist das Beste, was ich so jetzt finden kann, ohne was zu kaufen. Kaufen will ich nicht. Jo, da muss dann halt auch wieder Stakete vor oder ein Maschendraht oder sowas, dass die Ziegen da nicht durchlaufen. Aber ansonsten ist das ja kein schlechtes Material, ne? Bei den Zelten habe ich angerufen. Die sind schon unterwegs. Also habe ich schon die Hoffnung, dass die diese Woche noch kommen. Heute ist Dienstag. Er sagte, gepackt ist es. Er wusste nicht, ob die gestern rausgegangen sind oder heute rausgehen. Wenn die heute rausgehen, Mittwoch, Donnerstag, sollten die eigentlich spätestens Freitag hier sein, dann sollte ich das auch noch schaffen, die hinzustellen. Diese Woche, das wäre schön. Gut, so denn. Weiter grübeln. So, ein bisschen Werkzeug und wenn der Bauer kein Rad weiß, ne, dafür gibt es Draht. Nicht im Wasser liegen hier, das ist scheiße. Hätte ich die Schaufel mal vorher auskippen sollen, ne? Ich werde die jetzt einbuddeln, da mit der Wasserwaage halbwegs mit dem Draht ein bisschen fixieren, dann mache ich mir ein bisschen Mischung. Hier noch Holz zum Anstampfen habe ich mir auch noch eben eingepackt. Dann werden die erstmal eingebaut und dann ist erstmal hier Pause, weil das muss ja dann noch ein bisschen abbinden. Puh, ja, normalerweise gehören da Hülsen zu. Also man betoniert die ein, die Hülsen mit dem Pfosten drin. Wenn alles schön ist, zieht man den vorsichtig hoch und dann lässt man dann die Hülse schön fest werden und dann kann man die mal rein und rausstecken. Dafür sind die gedacht. Ich habe aber keine Hülsen mehr. Und da das hier bleiben soll, ist mir das jetzt auch wurscht.
So, nicht lang schnacken, ab Spaten. Ja, Klappspaten frei geht ja nicht. Spaten frei. So, ganz ehrlich, unter uns Pastorentöchter, ne? Wir sind ja unter uns und ihr sagt das auch nicht weiter, denke ich. Da vertraue ich euch jetzt. Ich glaube, ich lasse das mit der Mischung sein. Oder? Oh, ich weiß nicht. Der ist so weit in der Erde. Ich habe jetzt keinen Zollstock rangehalten. Wo ist der Zollstock? Ich habe den jetzt auf die Höhe von dem Eichenpfahl gemacht. Schauen wir mal. Der ist jetzt hier irgendwo so bei, ja, keine Ahnung, 41 cm. 41 cm in der Erde. Und dann habe ich die Höhe, die ich haben will. Eigentlich muss das so reichen, ey. Ich könnte das jetzt natürlich ausprobieren. Einmal anfüllen, anstampfen, gucken, wie fest er ist. Und ich kann hier ja noch eine Verstrebung machen. Das wollte ich ja sowieso. Eine Verstrebung an den Eichenpfahl. Gerade muss er natürlich, ne? Das habe ich jetzt noch nicht ausgerichtet. Ich glaube, das reicht dann. Ich glaube, das hält. Oh, wenn ihr mir das jetzt beantworten könntet, wo ich hierbei bin, das wär jetzt mal richtig geil. Ich muss mal eben nachdenken. Ich mache, glaube ich, erst das andere Loch und dann... Ich weiß es nicht. Da habe ich auch falsch drüber nachgedacht. Das habe ich auch falsch gemacht. Ey, scheiße. Na, mal gucken. So, nee, auf den letzten Meter werde ich nicht gefuscht. Jussi, ich wollte gerade fuschen und dann habe ich mir gedacht, das lasse ich. Ich habe mir jetzt eine Mischung gemacht. Das ist mir doch zu unsicher hier. Ein Kübel hier eben auf beide Löcher verteilt und dann hält das auch. Den habe ich noch tiefer gesetzt. Ich hatte mich eben an dem orientiert, an dem Pfahl, aber der ist ja höher. So passt das denn. Die Höhe vom Gitter können wir nachher noch einstellen. Schrauben lösen, bisschen runter oder hoch oder was auch immer. Wahrscheinlich eher runter. Gut, also Mischung rein, Fehler ausrichten und dann ist schon Mittag. Und der Akku ist gleich leer, verdammte Axt. Ey. Oh. So. Das ist okay für mich. Das ist auch okay für mich. Der sitzt. Also ich habe jetzt letzten 5 cm oder sowas hier den Boden reingestopft und Rest ist Beton. Jetzt habe ich für die andere Seite, das reicht, das passt eigentlich ziemlich genau. Jetzt machen wir den noch eben fertig und das Mittagessen. Ich bin doch zufrieden, dass ich da jetzt noch eben eine Mischung gemacht habe. Das wäre die Hebelwirkung und sowas hier, ne, mit dem Gatter. Nee, das ist schon gut so. Also andere Seite, dann muss das Tor aber bis morgen Abend oder sowas warten. Mal sehen. So, Sportsfreunde, das sieht jetzt ein bisschen schief aus, von Pfahl zu Pfahl. Aber, wenn wir hier mal die Wasserwaage ranhalten, so ist ja, nein, nicht ganz 100%, aber ich bin noch nicht 100%. Und so ist auch schön. Also liegt es nicht an mir. Alles gut, Pfosten sind drin. Jetzt packe ich die Sachen zusammen, den restlichen Boden hier, das ist ja eher Sand als Boden. Kratzig zusammen, schmeiß noch eben mit in eine Schaufel und dann ist hier Abrücken angesagt und es ist Mittag. Mit allerhöchste Zeit. Ina ruft bestimmt gleich an, dass es Mittag ist. Jo, so, Material ist alles weg. Jetzt kann das hier in Ruhe abbinden. Ich laufe jetzt nach vorne, ist schon 20 nach 12 zum Mittag. Und Akkustand leer und Speicherkarte, keine Ahnung, was da hier jetzt. Ich sag jetzt einfach mal Tschüss. Der Vlog ist zu Ende, der Monat ist zu Ende, alles geht zu Ende. Alles hat ein Ende, nur die Wurst. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hatte wie immer Mordspaß. Ich freue mich jetzt auch richtig auf die Zelte, wenn die in dieser Woche noch kommen sollten. Das wäre geil. Ich glaube, die freuen sich da noch mehr drüber. Obwohl sie sich ja jetzt nicht unwohl fühlen. Aber wenn das frischer wird, dann ist das natürlich schon besser. So, und wenn ich denn, wenn die abgebunden sind, das Gitter drin ist, dann kann ich das rausnehmen. Und dann kann ich den Stall für die beiden Stuten bauen. Das ist doch fein. Dann wird diese Woche, was das angeht, alles fertig. Das ist ja schon mal schön. Vielleicht das Zaunstück da auch noch. Werdet ihr im nächsten Video sehen. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen da lassen. Einen Kommentar. Freue ich mich auch drüber. Ja, und das nächste Mal könnt ihr mich höchstwahrscheinlich im NDR dann sehen. Wenn ich den Link bzw. den Sendetermin irgendwann auch mal gewahr werde, dann werde ich ihn natürlich hier posten. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön. Reinhauen. Fürsing!